Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir werden heute bestimmt wieder weiter wipen, wenn wir versuchen, das nächste Teil da zu finden. Ah, Minen, Vorsicht, genau, da war ja was. Ich hätte sie fast vergessen. Wir müssen mal schauen, wie wir da jetzt am besten zu diesem Teil hinkommen. Ich werde es mal versuchen, um das Gebäude rumzulaufen. Ob es eine gute Idee ist, kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Wir werden es aber herausfinden. So, also, nehmen. Ich würde gerne die Minen mitnehmen, ehrlich gesagt, aber ich fürchte, die werden nur Bumm machen, so wie immer. So, einmal rundherum. Wer die ganzen Minen wohl aufgestellt hat? Wenn ich so weitermache, latsche ich noch in eine rein. So. Dann ist die Frage... Aha. Okay. Wir müssten scheinbar schauen, dass wir mal da hochkommen. Ich werde das Ganze wieder mal versuchen zu speichern. Einen machen wir da. Dann nehmen wir gleich den 14er her. Der ist jetzt eh quasi nutzlos. So, dann laufen wir ein Stück hoch, dass uns die Spinne nicht sehen tut. So, und dann versuchen wir mal... Aha, das Gebäude da vorne. Mhm. Da würde es sich anbieten, versuchen auf die Leiter da drüben zu kommen. Bild kompliziert. Am besten wäre es, die Viecher umzubringen. Aber ich bin doch kein Magier. Und mit meinem Schwert ist, mit meinem Axtilein da ist nichts gut. Und Ray ist schwach. Ja. Yeah. Mit seinem... Keine Ahnung. Kettenschwert. Aber es dürfte in dem Gebäude da drin sein. Ding, ding, ding. Und ich will dahin. Aber wie gesagt, zweiter Spielstand. Mein Pfusch-Spielstand sozusagen. Momentan mal. Da. Den haben wir jetzt angelegt. Ist sauber. Da wo wir aber gleich herum sind, können wir gleich mal schauen, ob da hinten nicht noch was versteckt ist, weil meistens ist ja was versteckt. Hier sollte mal jemand aufräumen. Ja, Ray, das war wieder... Ja. Geistreich. Aber da ist scheinbar keine Spinne. Deshalb will ich mal auf diesen blauen Container dazu landen. In der Hoffnung. Zack. Naja, fast. Zurück jetzt auch. Siehst du, ich bin gelandet. Dass wir dann hier hoch können mit unserem Jetpack. Auch keine Spinne. Prima Donner. So, Magnesiumfackeln. Das ist immer brauchbar. Die nehmen wir gern mit. Mal schauen, ob es noch was Tolles gibt. Eine Bombe zum Beispiel zum Runterschmeißen. Nein. Keine Bomben. Schade. Gut, da hätten wir mal alles. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir darüber kommen. Ich habe so Bammel. Ich habe das Gefühl, dass da drin wie diese komischen Zombie-Alex-verseuchten Dingensviecher sind, ne? Und das wäre sehr ungesund. Sehr, sehr ungesund für uns. Wirklich. So. Das hätten wir mal. Gespeichert ist. Wenn wir nur warten, bis die Dreckspinne sich verschüsst, kann man da noch was machen. Man kann streng gesehen darunter... ich glaube. Hallo. Gibt es hier was umsonst für uns? Ein Code. 6, 9, 7 und 4. Aha. 6, 9, 7, 4. Wofür eigentlich? Wo ist denn der Tresor dazu? 6, 9, 7, 4. 6, 9, 7, 4. Ich schreibe es mir auf lieber, bevor ich es wieder vergesse. 6, 9, 7, 4. Ray? Hallo? Obwohl, er lebt noch. Gott sei Dank. Ich hab schon gedacht, er hat sich selber umgebracht. Eine Truhe. Ja, komm zu Papa. Mal schauen, wie wir die hinkriegen. Ich schau mal von oben nach unten. Das war wohl nichts. Ah, das... Ach so. Gleich Fail. Aha. Wie höflich. Unhöflich. So. Aha. Na, das war auch nichts. So vielleicht. Aha.
Verstehe schon. Also, die beiden, dann die beiden, dann die beiden oben und die beiden unten. Hurra, geschafft. Zu einfach. Ja, natürlich. Feuerteufel, was bist denn du? Ach, ein Steam wieder. Resistenz, genau. Resistenz gegen Feuer. Also, ja. Unter dem Einfluss von Steams erhältst du einen Malus von 50% auf alle Erfahrung. Effektdauer 95 Sekunden bewirkt eine Zeit lang eine höhere Resistenz, Alter, gegen Feuer. Und Elixit 50. Wir nehmen alles mit. Schauen wir mal, vielleicht brauchen wir wirklich mal so eine Steams. Irgendwann mal, wenn wir zu gefährliche Gegner haben. Falle ich da runter? Ja, natürlich. Boah, das Licht. So, gehen wir mal runter, schön vorsichtig. Gehen wir mal runter, schön vorsichtig. Schrottpatronen nehmen wir mit. Hallo? Na? Du? Du süßes Ratti? Ja? Na? Ha? Ja. Dann. Ich kann nicht anders. Ich bin halt so. So. Mäuschen und Nagetiere und was weiß ich. Das ist halt. Das sind halt meine Haustiere, die ich so gern habe. Wobei sie für mich gar keine Haustiere sind eigentlich, sondern Familienmitglieder. Also schon eine Stufe höher. Darum versuche ich ja immer, so gut es geht, was in meiner Macht steht, ihnen ein schönes Leben zu bieten. Wir haben dein Tagebuch eigentlich gehabt, ne? Das sollte ich vielleicht auch mal lesen. Weiß ich noch, wie man das macht? Das ist die Frage. Hier glaube ich, ne? Da. Sandiges Handbuch. Haben wir das schon mal gelesen? Das haben wir nicht gelesen gehabt, ne? Überlebensratgeber, spezielle Gefahren der Wüste. Hier werde ich auf die Gefahren der Wüste eingehen, die viele vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Nummer 1, Minen. Das kommt ein bisschen spät. Die Scheißdinger sind kaum zu sehen. Kleine, runde, schwarze Teller auf dem Boden. Ja, ja, ja. Da bin ich schon mal drauf gestiegen. Kommst du ihnen zu nahe, reißen sie dich in Stücke. Versuch nicht, sie zu entschärfen. Die Dinger sind so alt und instabil, dass sie vermutlich trotzdem hochgehen. Aber, ja, am besten du schießt auf sie. Na toll, schön Lärm machen, ne? Moment. Moment. Vielleicht können wir das auch gegen diese Spinnenviecher verwenden, wenn da mal zufällig eine drunten liegt. Ah, dann wären sie schon draufgetreten und hätten es ausgelöst. Wurscht. Nummer 2. Radioaktive Verseuchung. Wird dir ungewöhnlich warm? Ja, weil es Sommer ist. Nein, du fühlst dich schwach. Es bilden sich Blasen auf deiner Haut. Gratulation! Du hast eine Strahlenvergiftung und wirst sterben, wenn du nicht die nötige Ausrüstung hast, um die Strahlung zu überleben. Halte dich davon fern. Es gibt nichts, was du tun kannst. Nummer 3. Das Wasser am Konverter. Halte dich davon fern. Es mag lecker aussehen, ist es aber nicht. Das ist Abfallmüll. Dreckig und er stinkt. Ja, schmeckt salzig auch noch. Voll von menschlichen und tierischen Partikeln. In dem Wasser ist das Zeug, das übrig bleibt, wenn die Alps dir dein natürliches Elix entzogen haben. Also Finger weg. Na toll. Dann trink mal halt weiter. Urin ist gesünder. So. Na, ist ja angeblich wirklich. Duckers Tagebuch 1. Tagebuch des Banditenanführers Lorne Tucker in der alten Schnapsfabrik. Ach so? So viel Schnaps. Und wir trinken können. So, ich bin kurz aus dem Fokus. Entschuldigung. So viel Schnaps, wie wir trinken können. Ich bin heute mit meinem besten Kumpel losgezogen, um die Geschichten endlich zu überprüfen. Mein Vati, ja, der alte Tati, würde mich schlagen und einen Idioten nennen, aber
Der wurde längst von den Würmern gefressen. Der Trottel. Was lässt er sich auch beerdigen? Die Gerüchte über meinen Urgroßvater sind wahr und sein Weg durch die Minen hat funktioniert. Diesen Schatz hat sonst noch keiner angerührt. Haben meine Jungs damit beauftragt, das Minenfeld zu erweitern. Du Drecksau, du bist schuld. Diesen Schatz wird uns niemand mehr streitig machen. Na sicher nicht, weil ich auch Angst habe, auf die Minen zu treten. Diese Tödel haben sie irgendwo hingestellt, wo ich nicht mehr weiß wo. Hier ist noch so viel Schnaps gelagert, damit kommen wir ein Leben lang aus. Ja, vor allem wenn du dann besoffen bist, dann trittst du auf die Mine und dann kriegen wir auch noch was ab. Vom Schnaps halt, ne? Naja, habe meine Jungs ein bisschen Schnaps am Kohl verscherbeln lassen. Na, so können wir uns hier ein verdammt gutes Leben machen. Na super, hoffentlich klaut's dir keiner, aber dann ist vorbei damit. Was haben wir hier noch? Rays Steckbrief, holla die Waldfee. Ray Läufer, der Outlaw von Tavar. 1000 Splitter Belohnung. Ablieferung um Mitternacht am Haupteingang. Gang zum Fort. Ich werde dort täglich mit der Belohnung warten, bis mir jemand dieses Schwein ausliefert. Ach so, ich dachte, bis dich jemand ausraubt. Tot oder lebendig. Big W. Na toll. Schönü. Ich glaube, das hätten wir. Wollt mal schauen, wie reich wir schon sind. Bill, was haben wir sogar? 1000 Splitter haben wir sogar selber. Boah. Da haben wir gar nicht so verschwenderisch. Neue Schuhe, Schuhe wären auch nicht schlecht, aber die sind nichts für uns. Radio Durans. Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Ja, der war böse auf uns. Oder er hatte Blähungen. Aha, der war schlecht. So, eine Magnesiumfackel. Was haben wir noch? Beschwerde schreiben. Ja, das, naja, schauen wir mal, ne? Noch was zum Lesen. Also. Du, ey, ich hab einmal eine Beschwerde, ne? Was die? Beschwerdeschreiben. Altes Beschwerdeschreiben aus der Schnapsfabrik zu einer Lieferungsverzögerung. Diese Schweine. Erste Warnung. Ja, dass du's weißt. Die Lieferung sollte bereits vor einer Woche fertig sein. Bis jetzt haben sie uns nur ausweichende Antworten gegeben. Wie zum Beispiel, dass der Meteorit auf die Erde gefallen ist und lauter so ein Schwachsinn. Was interessiert mir das? Wenn sie nicht in den nächsten 3 Tagen antworten, werden wir unser Geld zurückverlangen. Ja, da kannst du sicher sein. Na super. Na spitze. Immer diese Drohungen. Echt, pfui. So, wir sind jetzt unten eigentlich, ne? Ah, da hinten. Aha, Mine. Mine! So. Da hinten sind auch irgendwelche Viecher. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das so schlau war. Boah, ich muss echt aufpassen, dass wir da nicht irgendwo reintreten. Starker Schnaps, na bitte. Den brauchen wir, wenn wir das hier geschafft haben. Ah, nicht im Ernst. Das ist sogar eine Quest. Ah, so. Ja, dann müssen wir genauer schauen. Ah, da war wieder ein starker Schnaps. Warte, hier. Starkes Schnapsadel. Hier auch, noch nicht. Hol das, langsam. Irgendwo auf die umgefallenen Regale vielleicht. Wow. Ich weiß gar nicht, war da oben jetzt was? Da haben wir zumindest mal 2 Flaschen. Die habe ich schon gesehen. Da haben wir schon 5. Ich fliege nochmal. Ich versuche nochmal hochzufliegen. Oder hochzugehen. Na. Na, da ist nichts. Wow, gleich mal die großen Zeh gebrochen. Langsam. So. Boah, da haben wir echt nicht so weit rausgehen. Hier bin ich ein bisschen Schiss vor diesen Viechern. So. Fällt aber gar nicht auf. Schon wieder so eine Kackmine. So, Schnaps, Schnaps. Wo ist der Schnaps? Halt. Ah, das war Ray. Da waren wir ja schon. So ein bisschen wenig Schnaps, da fehlen ein paar Flaschen. Aha, warte. 6, 9, 7, 4 war es, glaube ich, ne? Geht doch. Hey, yeah. Was haben wir hier? Na toll. Kleiner grüner Stein.
alte Münzen und sanftes Kackpapier. Ja, spitz, nehmen wir alles mit. Ich dachte, da wäre ein Schnaps drin. Jetzt fehlt uns noch Schnaps, Schnaps, Schnaps. Schnapsi, Schnaps, Schnaps, Schnaps. Also haben wir hier nur mal so ein kleines Eck entdeckt. Ist halt die Frage, ob da draußen auch noch was ist, was wäre ein bisschen unlogisch. Da ist irgendwie auch nichts. Ich bin gerade voll konzentriert, Entschuldigung. Das, lande ich fast auf einer Mine, ne? Pff, klumpert echt. So. Ray, du bist so ein Trottel, echt. Musste ich mir jetzt mal sagen. Echt, wirklich. Jetzt rennt er dir auch... Alter, spinnst du? Saufst du? Du hast einen Schnaps getrunken, sag, gib's gleich zu. Volldepp. So, jetzt muss ich nochmal schauen, ob hier noch ein Schnapsel ist. Den ich übersehen habe. Sonst ist ja alles in dem drüberen Raum. Bürostuhl. Ich brauche was zum Schlafen, dank Ray. Echt, wie ein Mörder. Pfosten da, wirklich. Na, muss man schon sagen. Aber langsam, ich wollte nur mal schauen, ob vielleicht doch da ganz oben was versteckt ist. Ich bin jetzt so gut wie hin. Warte mal. Das können wir nicht davon sitzen lassen. Trink mal was. Weil sonst bringe ich mich echt noch um. Na, das hat sich jetzt super ausgezahlt. Hätte ich gleich ein größeres nehmen können. So, ich würde sagen, wir speichern das mal, weil ich bin eh so schusselig. Ah, so, gleich hier rauf. Das lief ja dabei mal gar nicht so schlecht. Von einer Quest zur nächsten, ne? Alter. Diese Punktlandungen, das ist nichts für mich. Da scheint echt nichts zu sein, ha? Wenig brauchbares in den Trümmern hier. Ja, das sehe ich auch gerade. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist die Frage, ob eventuell dann im anderen Raum drüben halt was noch was ist. Weil hier haben wir ja alles schon durch. Wir wollen ja sowieso die Räumlichkeiten wechseln. Halt! Sprinker einfach mal, der Depp. So. Ausgangsposition. Ich will darüber. Da reinfliegen wir am besten. Und nach Möglichkeit, ohne diese Mistviecher zu bullen. Wir werden schauen, ob's geht. Ich schätze, hier passen wir besser auf. Oh, da knurrt schon wieder was. Boah, ich war jetzt ganz leise. Um zu hören, ob... Ja, starker Schnaps, sehr gut. Ob wir einen starken Schnaps hören. Na, ob wir... ob wir ein Viech gebullt hätten. Also das ist mal reibungslos gegangen, wundersamerweise. Halt, Mine. Ray wird hier gleich wieder drauf treten. Ja, ja. Ray, du bist so ein Affe. Schlechter Zeitpunkt. Danke, Ray. Jetzt kannst du kämpfen auch, du Kackbun. Kackbun, Ray, echt. Jetzt kannst du schön Gas geben, Freund. Wo rennst du denn hin? Haben wir noch Zauber? Wow. Wow. Ja. Trink mal was. Aha, der Zauber hat Aufladezeit, natürlich, das ist eh klar. Ohne Zauber, wenn wir es nicht schaffen.
wieder weggehen. Wieder trinken. Alter. Ah, geh weg. So, wieder was trinken. Ich verbrauche jetzt meine ganzen Tränke. Das ist nicht gut. Aber der 8. ist ready. Jawohl. Zack. Ich hab nichts hinkaut. Super. Weg ein Stück. Ja, nicht weg wollen, sonst nicht angreifen. Ja, ja, ja. Gleich ist der Zauber wieder weg, dann ist es nicht hoffentlich hin. So, und 8. Jawohl. Super gemacht. Dafür haben wir halt leider die ganzen Zauber verbraten, aber wie haben wir sie? Also, boah ey, so. Waffe weglegen, ich muss mich mal, ich muss mich mal sammeln. So, ausgeraubt haben wir das Kackviech. Es zittert noch. Boah ey, so. Schadensbericht, was haben wir hier gehabt? Radio Duras, Magnesiumfackel, Schadensbericht. Ja, dann würde ich sagen, wir speichern mal. Richtig, danke. Das haben wir uns verdient. Und der Part ist auch zu Ende. Oh weia, dann werden wir uns den Schadensbericht im nächsten Part durchlesen, okay? Ihr Lieben, boah ey, Kackviecher, ich hasse diese Spinnen. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!